Ja, hallo. Jetzt kommt nicht das Wetter, jetzt kommen ein paar Worte zur Route. Also ich bin von Kehl nach Lörrach gefahren, in 4 Tagen 185 Kilometer nur und habe kaum den Rheinradweg benutzt. Das hat folgende Gründe. Ich habe jemanden besucht, ich bin in Freiburg gewesen, bin um den Kaiserstuhl herumgefahren und habe die landschaftlich reizvolle Strecke am Schwarzwald genossen. Also, viel Spaß bei Episode 10. Ja, hier habe ich gecampt heute Nacht. 18 Euro kostet der Platz mit Zelt, inklusive Duschen. Ja, und hier geht es jetzt weiter. Ich fahre jetzt in ein Dorf vor Offenburg zu dem Wolfgang, der mich eingeladen hat, den ich an der Mosel kennengelernt habe. Und ja, da werde ich wohl über Nacht bleiben, also wahrscheinlich im Garten zelten. Und das sind jetzt noch 14 Kilometer, so 2:30 müsste ich ungefähr da sein. Freue mich schon drauf. Heute Morgen war ich frühstücken in Kehl, in Peters leckerer Backstube oder wie die hieß. Teuer, aber sehr gut. Ich glaube, 3 Brötchen mit einem Kaffee, 12 Euro oder sowas. War schon ziemlich heftig, aber leckere Meerkornbrötchen. Ja, und jetzt bin ich noch in Straßburg gewesen für ein Stündchen. Tolle Stadt, finde ich. Also da muss ich unbedingt nochmal wiederkommen. Ja, um 15 Uhr bin ich jetzt mit Wolfgang verabredet da bei sich zu Hause. Und da werde ich zelten und Wäsche waschen, wenn es möglich ist. Und ja, mal sehen, was Wolfgang noch so vorschlägt, was wir noch machen. Vielleicht Offenburg dann angucken, denke ich mal. Und morgen geht es dann weiter. Das ist hier wieder so ein Radweg nach meinem Geschmack. Muss nicht immer der Rheinradweg sein. Ich glaube, das gehört noch nicht mal hier dazu. Aber es ist total ruhig. Hier riecht es nach diesen Erdbeeren da unten, die aber schon hauptsächlich abgeerntet sind, glaube ich. Ah, toll, finde ich jedenfalls. Ja, sind sogar noch Erdbeeren dran. Aber leider ein Zaun dazwischen. Fünf Kilometer vor Langhurst, da wohnt der Wolfgang. Herrlich hier. Den Rheindamm vermisse ich eigentlich gar nicht. Ich bin jetzt mit Wolfgang hier in den Weinbergen und wir fahren jetzt zu Schloss Ortenberg. Richtig geile Ankunft hier. Geht's doch steil runter? Warte mal. Okay, ich mach mal eben aus. Geht hier steil runter. Geil. Und da hinten sind die Vogesen, wa? Ja. Diese Hügel da. Also auch hinter Straßburg im Prinzip. Ja, ja. Aber hier fährt ja auch kein Auto, oder? Nee. Normalerweise. Also wenn, dann sind es halt irgendwie mal ein Traktor. Wahnsinn.
Hallo, guten Morgen. Heute ist Sonntag, der 21. Juni und ich bin on the road Richtung Kaiserstuhl. Bei Wolfgang war es sehr schön. Ich konnte Wäsche waschen, wir haben uns gut unterhalten, waren abends noch Flammkuchen essen an der französischen Grenze in so einem neu gebauten Gastronomiepark sozusagen, nennt sich das Forum. Ja, und heute Morgen haben wir schön mit seinen Eltern zusammen gefrühstückt, draußen in der Sonne, alles klasse. Also danke Wolfgang. Und Wolfgangs Eltern natürlich auch für die tolle Gastfreundschaft. Kann man es erkennen? Ja. Ungefähr 1500 Kilometer bin ich jetzt gefahren. Habe ich auch durch Zufall entdeckt. Mal rüberfahren. Ein bisschen holprig die ganze Geschichte. Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. We stand on the opposite shore. Hello, Ramona. I reach through mysterious ceilings, my only hope. Ich bin ja am Stück am Rhein entlang gefahren und dann habe ich überlegt, dass mir das ein bisschen zu langweilig war. Ich habe mir jetzt mit Komoot noch eine andere Route geplant. So ein bisschen, ja, ist auch sehr schön, an so einem Bach hier entlang. Das war gerade der Mühlbach, den ich entlang gefahren bin. So, am Horizont sieht man schon den Kaiserstuhl. Ich bin am Camping Müllersee in Riegel am Kaiserstuhl. Genau, so ist es. Der Kaiserstuhl ist hier in der Nähe und der Badesee ist ganz nett. Ich war schon drin. Wetter ist top heute und jetzt werde ich mal ein bisschen kochen. Heute gibt es wieder Nudeln mit Thunfisch. Gut, und dann lasse ich den Abend ausklingen. Hier in der Nachbarschaft sind zwei Rentner vom Bodensee, die jetzt gerade den badischen Weinradweg fahren. Und die machen sich aber keinen Stress mit Kochen, die sind vorne beim Kiosk, da gibt es einen Imbiss auch und lassen sich da beköstigen sozusagen. Guten Morgen, der 22. Juni ist heute. Ich habe heute Morgen ein bisschen Regen gehabt, kurz vorm Aufstehen, aber dann kam die Sonne raus und jetzt ist alles trocken und ist gut. Ganz gut gefrühstückt beim Bäcker. Die hatten da so viel Aufschnitt, da konnte ich mir noch ein Brötchen machen für unterwegs. Ja, jetzt fahre ich nach Freiburg und dann nach Badenweiler. Auch am Fuße des Schwarzwaldes. Der Weg führt hier direkt nach Freiburg. Hab gerade mit einem Mann mich unterhalten. Er hat mir auch wieder Tipps gegeben. Der dachte, ich wollte von hier direkt zum Bodensee. Hat mir da so eine Route diktiert und dann habe ich ihm gesagt, ich muss aber noch nach Lörrach. Ja. Kommt das natürlich nicht in Frage.
aber alle sehr hilfsbereit. Und dann hat er mir noch eine ganze Story erzählt, wie er mal mit dem Rad nach Hamburg gefahren ist. Und unglaublich, was man hier immer so unterwegs noch erlebt. Fantastisch. Montag früh. Ja. Freiburg. Die sogenannte Freiburger Lange Route. Mm. Ich glaube, das ist der erste große Anstieg meiner Tour bisher. Ich kann mich nicht erinnern. Es ist bestimmt schon 1-2 Kilometer geht es hier hoch, 6%. Und die nächsten 25 Kilometer oder so muss ich mir noch hart erkämpfen, glaube ich. Gut, dass ich dann Wahrenweiler dann bin und nicht noch weiter geplant habe. Aber bestes Wetter natürlich, also mein Wetter, und schaffe ich schon. Ja, das Hochkurbeln hat sich hier schon gelohnt. Die Aussicht ist schon ein bisschen was anderes hier als vom Rhein aus. Ja, macht Spaß. Ich fahre jetzt wieder runter und dann wieder hoch wahrscheinlich, aber bin nur noch ein paar Kilometer, ist nicht mehr so weit. Ich sag nur Weinberge, dann wisst ihr Bescheid. Und ist das schön hier. Schaut euch das mal an. Hier fahre ich jetzt runter und da hinten sehe ich Leute am Werk schieben. Hast du nicht gesehen, ey. Aber dafür spare ich, glaube ich, 5 Kilometer. Ist auch schön warm, also passt schon. Nur noch mal fürs Protokoll. Ich glaube, das spare ich mir die nächste Zeit. Also Höhenmeter sind echt Gift. Geht heute richtig gut ab hier. Ja, guten Morgen nochmal. Oder das erste Mal, glaube ich. Heute ist der 23. Juni. Genau, und Dienstag. Ich habe mich gerade von der Anke verabschiedet auf dem Campingplatz in Badenweiler. Und dann ging es echt kilometerlang erstmal runter. Hier in die Ebene rein. Und das Tagesziel ist heute Lörrach. Und
Ja, da werde ich jemanden treffen. Zeige ich euch dann nachher. Um 16 Uhr sind wir verabredet auf dem Campingplatz. Dreiländercamp Lörrach. Ja. Da unten ist er wieder, der Rheinradweg. Der Rhein, und ich bin auf dem Rheinradweg. Jetzt oder heute ist das mal eine gute Alternative zum normalen Straßenverkehr. Der hat mich heute ein bisschen genervt. Und dann waren da noch so Umleitungen da in Neuenburg. Und da habe ich gesagt, jetzt zum Rheinradweg und dann hast du deine Ruhe. Und ist tatsächlich so. Gerade habe ich noch zwei Reiseradler gesehen, sonst ist hier gar keiner. Komme ich wohl nach Weil am Rhein gleich. Hier muss ich dann auch irgendwie abbiegen. Nach Lörrach. Komoot wieder. Naja. Rheinebene war ja schön. Da unten ist sie. Ich bin jetzt hier am Klettern. Mal noch 2 Kilometer bin ich am Campingplatz in Lörrach. Let's go! Wer kommt denn da? So, wer ist das wohl? Keiner weiß Bescheid. Die Musik hatte ich vorhin auf den Lippen, deine Musik immer. Aber. Genau. Also der Hubert. Der Hubert hat mich hier besucht, auch in Lörrach. Weil Lörrach verführt. Auch verführt, genau. Aber das war gut, weil der Campingplatz, so eine Liegewiese habe ich selten gehabt. Also eine tolle. Mit zu viel Platz und so. Also der neue Pächter oder was es ist, der gibt sich echt Mühe. Ja, echt. Der hat also echt was gemacht aus dem Platz, wie der aussah. Also kommt hierher und dann könnt ihr vielleicht Hubert fragen, ob euch auch. Wird jeder begrüßt. Genau. So, wir machen jetzt einen kleinen Spaziergang aus dem Campingplatz raus, in den Park, ja, da draußen. Ja, ne? ja Felix. Star Nummer 1 eigentlich. Okay. Du bist eine Rübe. So. Sekunden? Ja, klack, Pim. Nee, das ist jetzt ein Video. Ja, liebe Leute. Also wir haben jetzt hier schön gegessen. Also super leckerer Wurstsalat. Einen badischen. Badischer Wurstsalat. Es gibt auch Schweizer, ne? Richtig, wäre der Käse dran gewesen. Ja, stimmt. Den habe ich auch schon mal gegessen. So, aus dem Supermarkt allerdings. Super. Nee, das ist, ich wollte Käse ranmachen, hat Ingrid gesagt, je nachdem, was der ist. Das müsst ihr aber gleich essen, denn wenn der Käse nach Feuchtigkeit gezogen hat, schmeckt der labrig. Ja. Ja, da habe ich gesagt, okay, dann machen wir Paprika dran. Ja, lecker. Und gesund.